Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Dancing24 TV, das Magazin für euch Tänzer. Wir befinden uns gerade hier in Oberhausen in den Turbinenhallen, denn heute wird ein Konzert von Pietro Lombardi stattfinden. Es ist zurzeit noch ein bisschen leer, aber gleich fühlt sich nämlich alles, denn auch die Vorgruppen sind ganz schön cool. Ali Payan wird heute hier tanzen, Ethan wird seine neue Single vorstellen und noch viele andere mehr, zum Beispiel von Supertalent, Marc Eggers oder auch Tobias Kramer werden hier heute performen. Also, let's go! Ja, was passiert heute hier? Was machst du heute hier? Ja, wir sind jetzt hier gerade beim Pietro Lombardi Konzert in Oberhausen in der Turbinenhalle. Ich bin hier für die Presse, für die VIP zuständig. Ich bin für den Künstlerablauf zuständig. Wir haben ja heute ganz viele besondere Künstler. Wir haben hier Skelesi, der mit 15 Millionen Klicks im Internet sehr bekannt ist. Wir haben Tobias Kramer vom Supertalent, wir haben Marc Eggers vom Supertalent, wir haben Ethan Jerome Coleman vom Supertalent, wir haben Daniele Dovizzi vom Supertalent, wir haben Newcomers, Magnetics und La Bestia, ein sehr bekannter italienischer Rapper. Und ja, und dich, ne? Und natürlich mich, ich bin ja immer noch Künstler. Zu der ganzen Organisation, die ich hier betreibe, tanze ich natürlich auch. Und ja, wie ihr merkt, ich bin gerade drunter und drüber, mein Kopf ist in 10 Plätzen gleichzeitig und muss das erstmal hier alles organisieren. Deswegen bin ich ja auch hier. Hier, das ist übrigens mein Freund Marc Eggers vom Supertalent 2010. Ali. Topmodel. Mein Name ist Marc Eggers, ich bin 24 Jahre alt, mache seit 1998 Breakdance und arbeite jetzt hauptberuflich als Model. Okay, und heute, was machst du heute? Breakdance. Genau, ich bin heute mal hier, Breakdance mit meinen Jungs, eigentlich auch mit Tobias Kramer und Ali, aber der Tobias hat sich ja leider verletzt. Ja, der kann heute nicht dabei sein, aber wir werden trotzdem irgendwie mit ihm mit auf die Bühne holen und versuchen trotzdem gute Laune zu verbreiten. Das ist AK. Das ist meine liebe Freundin. Oh Mann, hi. Das ist hier Ethan Jerome Coleman, mit dem ich 2009 beim Supertalent war. Er wird auch gleich performen. Ja, du bist aber ganz schön heute gut drauf, ne? Ja. Was freust du dich denn so besonders? Auf die Bühne und auf die Welt wie die Schweine. Ja, aber was zeigst du denn? Oh, und ich freue mich natürlich auch auf meine neue Single. Ja. Die ich heute performen werde. Single-Tackle, woher kommt das? Oh, wegen meinen Haaren. Wegen Single-Tackle. Ja, das ist sehr cool. Nein, eigentlich nicht. Aber du redest so ein bisschen an mich. Thank you.
Das ist Giuseppe Ruisi, das ist The Voice of MJ, der Michael Jackson Imitator, dem Dieter Bohlen nachgesagt hat, dass es der beste wäre, den er je erlebt hat. Er wird auch mit uns performen. Freut euch mal. Ja Leute, dann mache ich mal hier weiter, ich muss hier weiterarbeiten, ich muss mich hier um die ganze Organisation kümmern. Wir sehen uns gleich. Na, hi. Und du hast gerade deinen Auftritt. Ja, wir kennen uns. Wie geht's? Sehr gut, und dir? Ja, super. Du hast gerade deinen Auftritt. Wie war's? Ja, hammerhart. Auf jeden Fall. Die Leute sind gut drauf. Und es ist immer wieder schön, vor solchen Leuten aufzutreten. Merkt die Leute auch auf der, also auch nicht auf der Bühne, du bist auf der Bühne, sondern die, die da unten sind. Die singen alle mit, die können die Texte. Wie ist das, was ist das für ein Gefühl? Es ist ein wunderschönes Gefühl, vor allem, weil ich ja eigentlich noch nie im Fernsehen war. Meine Songs sind ja bekannt durchs Internet und das... jetzt bist du im Fernsehen. Ja, hi, freu mich. Hallo Mama! Ja, nein, also das ist ein schönes Gefühl, vor allem, weil die Songs halt werden nicht durchs Fernsehen promotet und... Dass das Internet so stark ist, hätte ich nicht gedacht. Und was willst du jetzt eigentlich noch in der Zukunft machen? Dass du vielleicht doch Fernsehmails aushältst bei Dance 24? Ja, ich werde jetzt mein Album auch rausbringen nach diesem Sommer. Ja. Ein Urban-Album mit sehr vielen House-Sachen, mit sehr vielen R&B-Sachen, sehr viele Balladen. Alles selbst geschrieben und alles auf Deutsch. Okay, auch zum Party machen? Auch zum Party machen. Viel House ist dabei, viel Elektro dabei. Der ein oder andere Song, der auch wirklich... auch jetzt schon in Clubs gespielt wird. Für jeden, der den Song kennt, dann kann gerne mitsingen, okay? Let's go! Ich höre euch nicht! Dankeschön. Hör zu. Sie ist ein Mädchen, das die Zeit genießt und in der man die Freude liebt. Heute tanzt du das auch? Ja, da mache ich ein bisschen Breakdance dabei, ja. Also Breakdance kommt jetzt neu dazu? Nee, das habe ich schon öfters ein bisschen eingebaut, aber ja. Und das kannst du auch alles so cool, auf dem Boden und sowas? Ja, das ist jetzt eine schwere Frage, weil auf der Bühne ist Teppich, da kann ich nicht so gut breaken, weißt du, das ist schlecht. Hast du das jetzt selber beigebracht oder hast du das irgendwo gelernt? Weil das ist ja ganz schön schwierig. Ich hab's in YouTube gelernt, also mit Videos, also eigentlich selbst. Und diese Michael Jackson Sachen auch? Ja. Ja? Ja, ich kenne ein bisschen auch Peter Lombardi. Ist ein bisschen auch mein Freund. Er war bei Real Kinderfest, wie das heißt, da. Und da war ich auch dabei. Und er hat mich erkannt, mitten in der Menge, das war cool. Und ich war auch mal bei Pietro Lombardi, bei DSDS, bei dem Proben. Da dürfte ich ihn privat sehen, weil ich eine Drehaufnahme hat, bei Supertalent für nächstes Jahr. Und da macht ihr dann noch immer so einen besten Kumpel? Ja. Wir sind Magnetics. Ich heiße Mario. Ich bin Leo Fabiani. Ich bin der Chris. Ich
Pergamon. Ja. Soll ich erzählen? Okay, ich erzähle. Erzähl. Also wir präsentieren heute unsere neue Single. Die nennt sich Move Your Body. Und das wird so ein Mix zwischen Asha, Craig, David. Nur wir sind nicht die Jungs, wir sind andere Jungs. Und wir sind eine ganz eigene Kreation. Wir sind das bessere Jungs. Nein, nein, nein. Boah, es wäre schön, wenn wir so wären. Aber wir nennen uns die etwas andere Boyband. Die etwas andere Boyband. Ja, genau. Na, aber wir sind keine Boyband. Wir nennen uns Magnetics. Nicht vergessen, Magnetics. Okay. Und ja, und das ist Gammon, unser anderer Sänger. Und der Rapper hier. Ja, hi. Okay, und du rappst dann zu den Songs oder ist das noch so einzeln? Nee, das hat jeder von uns seine Part. Ja. Und mein Hauptfrei ist halt der Part. Okay, und worum geht's dann in deinen Rap-Song? Haha, das seht ihr später. Okay, da freuen wir uns schon drauf, danke. Bereich und alle warten eigentlich nur auf den eigentlichen Star des Abends, nämlich auf Pietro Lombardi, den Sieger von diesem Jahr von DSDS. Es war sein Konzert hier in Oberhausen in der Turbinenhalle mit Ali Payam und ganz vielen anderen Tänzern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns nächstes Mal wieder. Ciao.